Hallo zum Allgäu TV Wochenrückblick. In der nächsten Stunde haben wir wieder alles für Sie zusammengefasst, was in der vergangenen Woche wichtig war. Das letzte Wochenende hat ihn fast überall im Allgäu mitgebracht, den Schnee. Und mit dem Schnee, da steht auch die Wintersportsaison vor der Tür. Die Allgäuer Skigebiete öffnen ja jetzt so nach und nach ihre Pisten und dann kann es auch für Vereine wie dem Allgäuer Skiverband wieder losgehen. Als kleinen Vorgeschmack auf die Saison haben sich jetzt ein paar Nachwuchsmitglieder des ASV mit dem ehemaligen Profi-Skirennläufer Benny Reich getroffen. Sie fragen sich sicherlich, was hier gerade los ist. Links, das ist Benny Reich, ehemaliger Skirennläufer. Rechts, das ist Anna vom Allgäuer Skiverband. Und sie fahren gerade ein Skirennen gegeneinander. Natürlich nicht auf der Piste, sondern auf dem Bildschirm. Benny Reich ist zweifacher Olympiasieger, dreifacher Weltmeister und entschied im Winter 2005-2006 den Gesamtweltcup für sich. Mittlerweile ist Benny nicht mehr als Profi im Skialpin unterwegs. Skifahren gehört für ihn aber nach wie vor einfach dazu. Also ich denke, man ist einmal, und das hat eigentlich mir immer sehr, sehr gut gefallen, in der Natur. Man hat da eigentlich sehr, sehr viel Abwechslung. Es ist kein Tag wie der andere. Es ist sehr, sehr viel Dynamik dabei. Es ist Geschwindigkeit dabei. Es ist Präzision in der Schwungtechnik. Also es ist einfach ein sehr, sehr gutes Gefühl. Und ich glaube, dieses Gleiten am Schnee, das hat die Leute immer schon fasziniert. Und es hat mittlerweile mit dem Material, das wir zur Verfügung haben, das wirklich sehr, sehr gut und eigentlich einfach funktioniert mittlerweile, macht es einfach noch mehr Spaß. Und das merkt man auch, weil einfach durch sehr, sehr viele Leute nach wie vor sehr, sehr gerne Skifahren. Und dazu zählen auch die Nachwuchsmitglieder des ASV. Sie konnten den Termin nutzen, um Benny Fragen zu stellen und an seinen Erfahrungen teilzuhaben. Denn auch für sie ist das Skifahren eine große Leidenschaft. Also ich finde es halt schön, wie man da immer die ganzen Hänge runterfahrt. Und wenn man sich im Sommer den Hänge anschaut, dann sind die ganz steil. Aber wenn man dann skifährt, merkt man es eigentlich gar nicht. Ich finde, es macht einfach wahnsinnig Spaß und ich mache es eigentlich von klein auf. Und bei uns auch die ganze Familie, wenn man halt so mit der ganzen Familie einen Tag verbringt oder das Wochenende oder eben auch so im Verein mit dem Team und alles, ist einfach schön. Dass man draußen ist und einfach fahren kann. Ja, ich finde es halt schön, wenn man dann, und man kann sich halt immer verbessern. Es gibt keine perfekte Fahrt, man kann immer noch besser fahren, man kann immer noch schneller sein. Ja, also ich fahre auch schon von klein auf Ski und es macht halt riesen Spaß und wenn man dann auch mehr lernt, und um besser zu werden, ja. Also Benny Reich ist auf jeden Fall mein Vorbild, weil ich finde es halt schon toll, was er alles erreicht hat in seinem Leben. Und auch früher schon hat er mich echt inspiriert und deswegen habe ich auch Skifahren angefangen. Und ja, meine Mutter auch schon, die hat immer gefragt, ja, Benny, wie ist der Benny gefahren im Fernsehen? Und ja. Also ich würde es nicht sagen, der Benny allgemein, also speziell, sondern halt mehr so die Profi-Rennläufer allgemein, was man halt sieht, was die so alles geleistet haben und wenn man selber Skifahrt, wie hart es ist, da hinzukommen. Ich denke, da kann man sich auch was abgucken. Dem Skifahrer-Nachwuchs möchte Benny Folgendes mit auf den Weg geben. Ja, ich glaube, man muss einfach am Anfang einmal Begeisterung haben. Man muss einfach Spaß haben bei dem, was man tut. Eine Begeisterung entwickeln. Natürlich braucht es dann ein gutes Training, braucht es ein gutes Umfeld, braucht es Konsequenz. Das heißt, wenn ich nicht dann auch noch zum Talent und so weiter auch noch hart und konsequent arbeite, dann wird es ganz nach oben sicher schwierig sein. Aber ich denke, man sollte einfach einmal am Anfang die Begeisterung wirken lassen, das alles Schritt für Schritt angehen. Dann wird man weit kommen, denke ich. Und als mehrfacher Olympiasieger und Weltmeister weiß der Österreicher wohl ganz genau, was es bedeutet, Talent, Disziplin und Leidenschaft miteinander zu verbinden. Klüpfel und Kober, sie sind inzwischen in ganz Deutschland ein Begriff. Ihre Allgäu-Krimis haben sie in der ganzen Republik bekannt gemacht. Und zu verdanken haben sie ihrem riesigen Erfolg nicht zuletzt ihrer Romanfigur, Kommissar Kluftinger. Der ermittelt bald seinen 10. Fall. Außer den Büchern gibt es Verfilmungen, Lesetouren, Spiele und noch vieles mehr.
über das ganze Kluftinger-Universum, wie alles angefangen hat, wie es weitergeht und wie man mit so viel Erfolg umgeht, Boris Weltermann hat sich mit dem Allgäuer Autorenduo unterhalten. Schönen guten Abend. Schön, Hallo. Dass wir es hingekriegt haben, dass ihr kommt. Klüpfel und Kober steht auch immer auf den Büchern oben drauf. Wie ist das? Habt ihr euch irgendwann mal einigen müssen, wer als Erster genannt wird und wer als Zweiter? Also wir haben es alphabetisch gemacht, weil wir haben gedacht, wenn wir es nicht alphabetisch machen, dann stellt sich die Frage, warum machen wir es anders? Ach so. Ja, so. Aber du bist auch der Ältere, ne? Ich bin auch der Ältere. Vielleicht hat es damit auch was zu tun. Eigentlich auch dem älteren Herrn hätte ich auch einen Vortritt lassen können. Aber wir machen sowas machen wir immer nach ehrenen Prinzipien. Wir teilen auch unsere Schulden 50-50 und unser Einkommen 50-50 und deswegen auch. Was für Schulden? Haben wir Schulden? Nee, oh mein Gott, nicht mehr. Er macht die Finanzen. Ich sag dir das dann nachher. Ja, super, irgendwann steht der Gerichtsvollzieher vor der Tür. Lass uns noch kurz über die Filme reden, die es gab. Die sind ja auch bei den einen so, bei den anderen so angekommen. Hat man die Kritik auch direkt an euch herangetragen? Ja, nur an uns. Oder nur an euch sogar, ja genau. Wie viel dafür könnt ihr denn an der Ausstattung an dem Mercedes im ersten Film? Ja, es war ein gewisses Missverhältnis von quasi Schuld, die man uns zugewiesen hat und Einfluss, den wir tatsächlich hatten. Okay. Ja, also wir haben am Anfang waren wir irgendwie so geblendet, dass wir gesagt haben, ja, jetzt kommt da der BR und macht das und mit Produktionsfirma und allem, die wissen, wie das läuft. Also da müssen wir uns nicht einbringen, die machen das schon. Ja, irgendwann kam der halt mit seinem Mercedes und am Anfang sollte er auch nur Tuba spielen statt Trommel, weil irgendwie die Tuba im Fernsehen besser ausschaut als die Großtrommel und so. Und also da war man einfach zu blauäugig und auch wahrscheinlich irgendwie halt zu eitel auch dafür. Weil uns hat uns natürlich schon taugt. So. Schreibt einer von euch gerade heimlich alleine an einem Roman gerade vielleicht? Nee, wir schreiben ganz unheimlich an einem zusammen. Okay. Deswegen. Über weitere Projekte, Erfolge und auch Misserfolge und natürlich über den riesigen Kluftinger-Kosmos spreche ich mit Volker Klüpfel und Michael Kober in der neuesten Ausgabe vom Dönerstalk. Schlafen Fische eigentlich und können Blindschleichen niesen? Fragen, über die ich mir ehrlich gesagt noch keine Gedanken gemacht habe, Kinder aber womöglich schon. Und diese Fragen sind ja Gott sei Dank relativ einfach zu beantworten. Da kann man nach einer Antwort googeln und fertig. Schwieriger wird es dagegen, wenn ein Kind plötzlich fragt, was passiert eigentlich nach dem Tod? Wie erklärt man das am besten? Das Landestheater Schwaben in Memmingen versucht sich diesem Thema mit einem Theaterstück zu nähern. Und zwar mit dem Stück »Schlafen Fische«. Das ist Super Pizza Liefer Bunny. Das Kuscheltier verbindet die kleine Jette mit ihrem Bruder Emil. Emil ist nur 6 Jahre alt geworden. Vieles von dem, was passiert ist, versteht Jette noch nicht. Aber wie denn auch, sie ist ja erst 10. Das Theaterstück Schlafen Fische, inszeniert von Thomas Ladwig, richtet sich an Kinder. Und das Thema ist durchaus eher ungewöhnlich, findet auch die Hauptdarstellerin Regina Vogel. Erstmal ist es ein Monolog. Für Kinder, das ist dann immer so eine Schwierigkeitsstufe. Und dann behandelt es natürlich ein Thema, mit dem ich mich im Theater noch nie beschäftigt habe. So, also Kindersterben habe ich, glaube ich, auch sonst vorher auch im Privaten mich fast nie mit beschäftigt, obwohl es eigentlich so ein präsentes Thema eigentlich sein müsste. Und ich glaube, das ist das, was das von anderen Stücken unterscheidet, ja. Jette vermisst ihren Bruder. Sie erinnert sich an die Zeiten davor, bevor Emil krank wurde. An schöne Urlaube, an die üblichen Neckereien und an all die Fragen, die sie ihren Eltern stellte. Aus kindlicher Perspektive beschreibt Jette also, wie das so für sie war. Emils Krankheit und schließlich der Tod ihres Bruders. Es ist ein Stück, was sich zwar mit einem sehr schweren Thema beschäftigt, dem Tod eines geliebten Menschen in der Familie, das aber trotzdem das Meisterstück schafft, ein Stück eigentlich über das Leben zu sein, über die Erinnerungen, wie wichtig das für den Menschen ist und wie gut man eigentlich doch als Mensch auch damit umgehen kann, dass es eben auch mal traurig ist. Und kurz danach aber eben wieder lustig und fröhlich und erleichternd. Und ich finde, es ist ein großartiges Stück für Kinder,
auch mal mit diesem Thema so offen und frei umzugehen. Beherzt, manchmal sehr lustig und oft melancholisch. Das Stück regt zum Nachdenken an. Ja, also ich fand es schon ganz gut, dass man halt auch mitbekommen hat, wie das auch für einen Menschen ist, wenn ein Mensch von dem einem sehr nahe liegt, stirbt. Also mir hat gefallen, dass das eben sich mit dem Thema beschäftigt, mit dem Tod. Und dass es auch mal darüber geredet wird, damit man das auch besser versteht. Also ich fand es auch schön, dass auch mal nur eine Schauspielerin mal nur das ganze Stück gezeigt hat. Das fand ich toll. Auch wenn die Fragen unbeantwortet bleiben, so zeigt es doch, dass es wichtig ist, auch und gerade mit Kindern über dieses schwierige Thema zu sprechen. Es gibt ja kaum ein schöneres Geräusch wie das eines vollen Sparschweins, wenn man es schüttelt. Ich denke da sofort an ein neues Paar Schuhe oder an meinen nächsten Urlaub am Meer. So ähnlich geht es wohl auch gerade der Stadt Kempten. Nur fährt die mit ihren 70.000 Einwohnern nicht an den Strand, sondern investiert. Die Hochkonjunktur in Bayern verschaffte Kempten nämlich ein großes Plus in den Kassen, das sogar über dem bayernweiten Schnitt liegt. Es sieht gut aus in den Kemptener Kassen. Hohe Steuereinnahmen, kaum Arbeitslosigkeit. Gute Vorzeichen also für den Haushalt 2018. Richard Schiesel ist Leiter des Amts für Wirtschaft, Kultur und Verwaltung in Kempten. In dieser Position weiß er, warum es der Stadt aktuell finanziell so gut geht. Ich glaube, es sind viele Faktoren, die hier zusammenkommen. Ob es einer Stadt gut geht oder nicht, hängt davon ab, ob sie über einen langen Zeitraum es schafft, eine Linie zu finden und diese Konsequenz zu verfolgen. Und das hat man in Kempten über diesen langen Zeitraum geschafft. Eine gute Konsolidierungspolitik zusammen mit einer guten Entwicklungspolitik. Das über viele Jahre seien die Gründe für das Hoch in der Stadtkasse. Das heißt, auf der einen Seite sicherte Kempten seine Finanzen und sparte beispielsweise mit der Erhöhung der Grundsteuer oder der Parkgebühren. Auf der anderen Seite wurde für einen attraktiven Wirtschaftsstandort gesorgt, der sich immer weiterentwickeln konnte. Schiesel ist dabei bescheiden. Kempten mache nicht unbedingt alles besser als andere Städte. Es gebe kein Konzept zum Überstülpen und Kopieren einer Stadt. Wichtig sei, dass man aus den Möglichkeiten einer Stadt das Beste herausholt. Wir haben uns klar auf unsere Ziele konzentriert, dass wir innovatives Gewerbe hier entwickeln, dass wir versuchen, auch zukunftsträchtige Branchen hier zu entwickeln und Entwicklungschancen einzuräumen und mit der Hochschule auch gemeinsam den Standort und die Region weiterentwickeln, dass an der Hochschule die entsprechenden Studiengänge angeboten werden, die von der Wirtschaft auch nachgefragt werden und dass wir auch überregional oder regional und im Allgäu insgesamt uns gemeinsam präsentieren. Dazu gehört auch, Firmen, die bereits in Kempten ansässig sind, Entwicklungsperspektiven zu geben, zum Beispiel Erweiterungen wie hier bei der Firma Sontheim oder Vergrößerungen wie der Neubau von Soloplan realisierbar zu machen. Das, was Kempten als guter Wirtschaftsstandort dadurch quasi verdient, wird wiederum investiert. Zum Beispiel in Projekte von Markus Wiedemann, Leiter des Amts für Tiefbau und Verkehr. Wir haben natürlich viele Maßnahmen, die auch dringend notwendig sind, wie zum Beispiel die Erschließung der Konversionsflächen oder wie die Erschließung der Halde Nord oder des Gewerbegebiet Leubas Süd. Und dort werden die Mittel dringend dazu benötigt. Zusätzliche Projekte gibt es trotz der guten finanziellen Lage nicht. Das liegt aber an der langen Warteliste. Auf der steht auch das Thema Brücken- und Straßenbau, beispielsweise die Sanierung der Bodmann- und Madlenerstraße oder der geplante Radweg in der Immenstädter Straße. Zudem soll sich etwas in Sachen Grünplanung tun und der Stadtpark erneuert werden. Das soll jedoch nicht gleich nächstes Jahr passieren. Also wir haben natürlich ein großes Programm für 2018, da gehört die Bodmannstraße und die Madlenerstraße dazu. Aber da sind auch andere Projekte in der Umsetzung, wie zum Beispiel die Gerberstraße im Bereich des sozialen Rathaus, auch schon lange auf der Wunschliste. Und das wollen wir jetzt nächstes Jahr anpacken. Und dafür stehen 10 Millionen Euro an Investitionsvolumen zur Verfügung. Ein Großteil wird hier auch für die Sanierung der König-Ludwig-Brücke benötigt. Doch nicht alles, da dieses Großprojekt auch über Fördermittel finanziert wird.
Also alles in allem eine gute Ausgangslage, das Investitionen auf Rekordmarke zulässt. Bis Ende 2019 will die Stadt Kempten sogar schuldenfrei sein. So viele Sondierungsgespräche und dann die Nachricht vorletzte Woche. Jamaika wird es nicht geben. Die FDP steigt aus den Gesprächen aus. Zu viele Unstimmigkeiten führten nach Meinung der Partei zu keinem gemeinsamen Regierungsziel. Eine Woche ist vergangen und die Gerüchteküche brodelt. Wer ist schuld am Scheitern der Gespräche? Erbarmt sich die SPD doch noch? Wird es eine Minderheitsregierung geben oder doch noch Neuwahlen? Wir haben mit FDP-Bundestagsabgeordneten Stefan Thomé über dieses Thema gesprochen. Es mache momentan keinen Sinn, an Jamaika zu denken. Das sei jetzt entschieden. So Stefan Thomé, Bundestagsabgeordneter der FDP aus dem Oberallgäu und Kempten. Eine Woche nach dem Aus der Sondierungsgespräche sprechen wir mit dem Abgeordneten, der selbst in Berlin dabei war. Eine schwarz-gelb-grüne Koalition kommt für ihn zwar momentan nicht in Frage, aber was in 4 Jahren ist, könne keiner wissen. Wichtig sei für ihn, die Demokratie zu wahren und keine Extreme einzuschlagen. Stefan Thomé, FDP-Bundestagsabgeordneter. Wie geht es aus Ihrer Sicht weiter bei der Regierungsbildung? Also nach all Gesprächen, die ich jetzt mit Bekannten, mit Freunden aus der SPD-Fraktion in den letzten Tagen geführt habe, gibt es in der SPD-Fraktion keine Lust auf Neuwahlen. Ich denke, dass es zu einer weiteren großen Koalition, naja, ganz so groß ist die ja nicht mehr, 53%, das sind normale Mehrheitsverhältnisse, eher sogar geringe, aber jedenfalls eine schwarz-rote Koalition wieder kommen wird. Ich denke, dass die Kanzlerin sehr geneigt ist, der SPD entgegenzukommen, sodass also auch da eine Regierungsbildung wieder möglich sein wird. Nach der Wahl hat die FDP durch ihren Stimmenzuwachs einen erhöhten Wählerauftrag. Nun ist Jamaika Geschichte. Schiebt die FDP jetzt ihren Wählerauftrag der SPD zu? Also jede Partei hat ihren Wählerauftrag. Das Problem bei Schwarz-Gelb-Grün bei Jamaika war, dass die Wähleraufträge völlig unterschiedlich gewesen sind. Da gab es die CDU, deren Kanzlerin und Vorsitzende sagte, ich wüsste nicht, was ich falsch gemacht habe, also wir machen weiter so. Es gab die CSU, die wegen des Wahlergebnisses auch intern plötzlich Personalklärungsbedarf hatte. Es gab die Grünen, die sagten, es muss sich alles ändern, aber in diese Richtung. Es gab die FDP, die ebenfalls sagte, es muss sich alles ändern, aber in diese Richtung. Dass das sehr schwierig werden würde, das war abzusehen. Ausgelöst war das dadurch, dass in den letzten Jahren man nie das Gefühl hatte, es gibt ein gemeinsames Projekt von Schwarz-Gelb-Grün, von Jamaika, und plötzlich war die SPD am Wahlabend 17:55 weg vom Fenster. Das hatte niemand erwartet. Alle waren davon ausgegangen, dass sich Schwarz-Rot fortsetzen würde, aber das war eben nicht so. Und plötzlich mussten Parteien zusammenfinden, die nie daran gedacht hatten, gemeinsam eine Regierung zu bilden. Wie geht es jetzt weiter mit der FDP? Die FDP wird sich in Opposition konsolidieren. Wir werden jetzt natürlich uns restrukturieren, werden aus Sicht unseres Wählerauftrages unsere Positionen, unsere Botschaften deutlich machen. Wir werden Opposition sein im 19. Deutschen Bundestag. Und dann wird man sehen, was in 4 Jahren bei der nächsten Wahl ist. Wichtig ist, wir wollen Haltung bewahren und Rückgrat zeigen. Haltung hat ihren Preis, das ist uns sehr wohl bewusst. Aber ich glaube, es wäre eine Wählerwillenverfälschung gewesen, wenn wir erneut in eine Koalition gegangen wären, in der Misstrauen und ein sich nichts gönnen können die Regel geworden wäre. Ich glaube, es war richtig, jetzt zu sagen, es macht offenbar keinen Sinn, in so eine Regierung hineinzugehen. Hauptstraße, Schulstraße und Gartenstraße. Das sind die 3 häufigsten Straßennamen in Deutschland. Kein Wunder, immerhin gibt es in so ziemlich jeder Stadt oder Gemeinde eine vielbefahrene Hauptstraße, eine Straße an der Schule entlang und Gärten finden sich ja auch einige. Straßen, die aber nach Personen benannt sind, gibt es eher seltener. Klar, einen Goethe oder Adenauer kennt man in ganz Deutschland, aber manch einer ist eben nur für eine bestimmte Stadt bedeutend, wie zum Beispiel 4 Memminger, nach denen jetzt 4 neue Straßen benannt wurden. Wo ein Baugebiet erschlossen wird, entstehen Straßen, Fußwege und letztendlich Häuser. Und damit diese Häuser eine Adresse haben, werden die neuen Straßen benannt. So ist es auch in Memmingen auf der Dobelhalde. Die Straßen gibt es schon, sogar Beleuchtung. Jetzt fehlt nur noch eine postalische Adresse. Doch wie bekommt eine Straße ihren Straßennamen? Also es gibt ganz unterschiedliche Ansätze. Wir haben hier das Beispiel Dobelhalde. Da lagen im Vorfeld schon Anträge verschiedener Fraktionen vor.
ein zusammenhängendes Baugebiet doch bitte den Widerstandskämpfern, den ermordeten Memminger Juden und solchen Menschen zu widmen. Oft schaut man sich auch direkt die örtlichen Begebenheiten an. Ist zum Beispiel etwas Historisches oder Markantes in der Nähe oder gibt es einen Menschen, für den der Ortsteil wichtig war? Gerade wenn es um diese Menschen geht, kennt sich Christoph Engelhardt aus. Er ist Stadtarchivar in Memmingen und deswegen hier auch mit Bürgermeisterin Margareta Böck zugange. Wir werden als verwaltungsintern gefragt, wenn eine Benennung einer Straße ansteht, und geben dann aufgrund unserer Informationen in den Archivbeständen oder durch unsere Informationen aus Archivbenutzungen Tipps oder Informationen weiter für die Diskussion im Rathaus. Auf der Dobelhalde wurden bereits einige Straßen nach Widerstandskämpfern und Opfer des Nationalsozialismus benannt. Jetzt kommen 4 neue Straßen dazu. Die Geschichte der Personen, die die Straßenschilder bereits ziehen, beziehungsweise bald ziehen werden, und deren Bezug zur Stadt sind alle hier im Stadtarchiv nachzulesen. Der Prozess geht dann so, dass die Fraktionen aufgefordert werden, Namen zu nennen, Heimatpfleger, Stadtarchivar, und dann wird es innerhalb der Fraktionen noch einmal besprochen und geht dann in den zweiten Senat, unseren Bauausschuss, und dort werden dann diese Namen meistens mit absoluter Mehrheit festgelegt. So lief das auch bei den neuen Straßen auf der Dobelhalde. Innerhalb weniger Monate standen die neuen Namen fest. Zum einen sind es jüdische Menschen, eine Frau, die psychisch erkrankt war, in der Heil- und Pflegeanstalt in Kaufbeuren schon seit den 20er Jahren gepflegt wurde, aber dann dem Euthanasieprogramm der Nationalsozialisten zum Opfer gefallen ist. Ein weiterer wäre zu nennen der jüdische Amateurfotograf und Textilgroßhändler Julius Guggenheimer, der schon in den 20er und 30er Jahren sehr erfolgreich mit seinen Fotografien bei Ausstellungen, auch überregionalen Ausstellungen vertreten war, dann mit seinen Kindern emigriert ist, er selbst nach Holland, dort ein Atelier fortgeführt hat, aber dann nach Beginn des Zweiten Weltkrieges von Westerbork nach Treblinka und Sobibor deportiert worden ist und ermordet worden ist. So zählt zu den neuen Straßen also die Guggenheimer Straße, die Elise-Weinl-Straße, benannt nach einer Frau, die während des Krieges 5 Menschen bei sich versteckte, unter anderem ein jüdisches Ehepaar, die an einen jüdischen Religionslehrer erinnernden Emil-Lifgens-Straße und die Josef-Diefenthaler-Straße, benannt nach dem Leiter einer Memminger KPD-Ortsgruppe. Diese kurzen Informationen zu der jeweiligen Person sollen auch wie hier bei den 5 bisherigen Schildern unter dem Straßennamen stehen. Für uns ist es natürlich auch für die zukünftige Generation so ein Markstein, ein Wegweiser zu sagen, schau her, wir gedenken dieser Menschen, die für Memmingen was geschaffen haben, die wichtig waren, die politisch angesehen waren, oder eben auch an die Gräuel, die auch hier in Memmingen stattgefunden haben. Wir wollen der nachfolgenden Generation verdeutlichen, so etwas darf nicht wieder passieren. Deshalb gibt es diese von Pechmannstraße, diese Elise-Weindl-Straße und so weiter, damit man das vor Augen hat, diese Menschen sind für ihren Glauben, für ihre Überzeugung gestorben. So werden bald in diesen bisher ohne Namen eingezeichneten Straßen die neuen Namen stehen und ihren Beitrag zur Memminger Geschichte leisten. Ihre Winterreifen sind bestimmt schon montiert. Der Wintermantel hängt in der Garderobe und die warmen Stiefel stehen auch schon bereit. Na klar, immerhin haben wir jetzt schon einige kalte Tage hinter uns. Genauso wie wir uns winterfest machen, macht sich auch der Waldspielplatz in Rettenberg bereit für Eis und Schnee. Und wir waren bei diesen Arbeiten dabei. Ein wunderschöner Novembertag im Wald zwischen Rettenberg und Wertach. Die Sonne lädt richtig ein, hier auf dem Waldspielplatz die Seele baumeln zu lassen. Doch außer Schnee rutscht hier aktuell niemand. Und auch mit Sandkuchenbacken ist für dieses Jahr Schluss. Wir befinden uns hier auf einer Höhenlage von rund 1000 Metern. 1 Meter Schneehöhe sind hier keine Seltenheit. Oft schon ab Ende Oktober bis Ende April liegt hier eine geschlossene Schneedecke. Würden wir die Spielgeräte, vieles ist ja aus Holz, und die Sitzgruppen hier belassen, würden die sehr bald morsch werden. Deswegen stehen hier also schon schwere Geräte bereit. So einfach wegheben geht zwar bei diesen Holzschweinchen, aber nicht, wenn es um ganze Sitzgruppen oder Zugwägen geht.
Der Wald, in dem sich der Spielplatz befindet, wird von den Bayerischen Staatsforsten bewirtschaftet, gehört aber zum Gemeindegebiet Rettenberg. Deswegen sind der Spielplatz und alles, was dazugehört, auch die Vorbereitungen für den Winter, ein Gemeinschaftsprojekt zwischen dem Bauhof Rettenberg und den Staatsforsten. Ein Teil bleibt hier im Wald in einer Hütte und ein Teil kommt an den Bauhof nach Rettenberg. Da besteht dann auch die Möglichkeit, kaputte Teile auszuwechseln, einen neuen Anstrich anzubringen, dass im Frühjahr alles wieder auf Vordermann ist. Denn wie ein echtes Fahrzeug auch, müssen diese Spielplatzeisenbahn bzw. alle Geräte auf dem Spielplatz durch den TÜV. Es findet alljährlich ein Termin mit einem Sachverständigen statt zur Überprüfung der Geräte. Wir bekommen dann eine To-Do-Liste, es wird abgearbeitet, was zu reparieren ist. Manches kann man über den Winter reparieren. Andere Projekte nehmen wir uns für das nächste Jahr vor. Inzwischen werden die letzten Tische und Bänke aufgeladen und die Spielplatzgeräte werden weggefahren. Jetzt stehen hier nur noch wenige Spielplatzmöbel, wie die fest installierte Grillstelle oder die dazugehörige Sitzgruppe. Und das bleibt fast ein halbes Jahr so, denn erfahrungsgemäß ist der Wiederaufbau der Geräte nicht vor dem 1. Mai. Ein halber Meter Schnee ist für April auf dem Waldspielplatz nämlich nicht selten. Tracht, stets das besondere Lebensgefühl. Waffenbeer, das Haus der Jagd und Tracht in Kempten. MyClickCard, die exklusive Kundenkarte für das Allgäu und die Bodenseeregion. Viele Vorteile und Sofortrabatte. Hier kaufen, hier sparen. Bei unseren Vorteilspartnern erhalten Sie alle Angebote ein ganzes Jahr lang. Mehr Infos unter www.myclickcard.de. Das Größte für die Kleinsten gibt's bei der Babywelt in Gersthofen. Europas größtem Fedes Babyfachmarkt. Mit Baby- und Kinderzimmern, den besten Autokindersitzen, Kinderwagen, Buggies und vielem mehr. Die ganze Welt der Babys auf über 5000 Quadratmetern. Einfach riesig und einfach zu finden im Heripark Gersthofen, direkt an der A8 und der B2 mit riesigem kostenlosen Parkplatz. So viel Allgäu gab's im Netz noch nie. Allgäu.live. Schön, schräg, steil. Exklusive Nachrichten, Reportagen und packende Porträts. Ganz ohne Vertragsbindung. Jetzt kostenlos testen. www.allgäu.live. Springe in die Matrix. Wer das mal gern tun würde, hat jetzt im Zentrum von Immenstadt die Möglichkeit dazu. VR-Erlebnisraum Allgäu heißt der Ort, wo man ganz tief eintauchen kann in eine völlig andere Welt. Dadurch, dass man die Brille also wirklich direkt auf hat und sich rundum umschauen kann, meint man wirklich, man ist direkt im Spiel drin oder in der Welt drin und erlebt es, als wäre man dort. Grenzen dafür, wo dieses dort ist und was man da tut und erlebt, gibt es im Grunde genommen nicht. Ja, das ist einfach mal eine ganz neue Erfahrung, die man eigentlich so davor noch nie gehabt hat. Also man kann jedes erdenkliche Szenario eigentlich erleben quasi. Man kann entweder in freier Wildbahn auf den Berg gehen oder man kann in der Unterwasserwelt mal einen Wal von nahem sehen oder man kann Bogen schießen und seine Burg verteidigen. Also eigentlich alles, was man sich vorstellen kann, und es macht einfach Spaß. Das Ganze fühlt sich so realistisch an, dass der Gang auf der Planke zu einer echten Mutprobe wird, bei der einem aber trotzdem garantiert nichts passieren kann. Also ich bin selber auch auf der Planke schon gestanden und wenn man dann einen Schritt nach rechts oder links macht, dann stürzt man ab und man hat wirklich das Gefühl, man fliegt Richtung Boden und kurz vorm Aufprall, also man ist völlig fertig eigentlich. Der VR-Erlebnisraum in Immenstadt. Hier kann man einfach mal Pause machen von der Realität und dafür eintauchen in eine völlig neue. Von seinen Eltern lernt man lieben, lachen und laufen. Doch erst wenn man mit Büchern in Berührung kommt, entdeckt man, dass man Flügel hat. Ein schönes Zitat von Helen Hayes, einer amerikanischen Schauspielerin. Und obwohl Lesen oftmals Flügel verleiht, lesen leider immer weniger Kinder. Um dem ein bisschen vorzubeugen, gibt es den Vorlesewettbewerb. Der findet gerade bundesweit statt und eben auch hier im Allgäu, an der Realschule in Sonthofen zum Beispiel.
Unsere Kollegin Julia Becker war mittendrin statt nur dabei. Ich stehe hier vor der Realschule in Sonthofen und habe heute eine besondere Ehre. Und zwar wird hier heute um die Wette gelesen und ich darf in der Jury sitzen. Und ich bin schon echt gespannt, was sich die Kids so für Bücher ausgesucht haben. Und das sind sie, die 6 Teilnehmer des Wettbewerbs. Sie alle gehen in die 6. Klasse und haben schon einen kleinen Vorentscheid gewonnen. Aber was macht den Schülern am Lesen eigentlich so Spaß? Alles eigentlich. Ich finde das so schön, wenn man einfach mal entspannen kann und sich hinsetzen kann und einfach mal einen Tag oder einen halben Tag ein Buch lesen kann. Ich finde, da kann man sich frei machen und wenn ich zum Beispiel ärgerlich bin, dann lese ich einfach. Dass man halt einfach lesen kann und keiner halt sagt, was darf man sich vorstellen, was nicht. Bist du schon aufgeregt? Jetzt geht's ja dann gleich los. Ja, ein bisschen. Ja, aber wenn ich nicht aufgeregt wäre, wäre es ja auch nicht spannend. Also ja, ich bin ziemlich aufgeregt, aber meine Eltern sagen immer, bleib ruhig, sonst wird es noch schlimmer. Dann geht es auch schon los. In der ersten Runde des Wettbewerbs müssen die Schüler einen selbst ausgewählten Text aus ihrem Lieblingsbuch vortragen. Michels Mama hat mehrere Tage lang gekocht. Das hier wird teuer, sagt Michels Papa. Aber wenn schon gegessen werden soll, dann soll gegessen werden. Und von Michel in der Suppenschüssel, von Astrid Lindgren über Bücher über die Pubertät oder Fantasy. Von allem ist etwas dabei. Ganz schön schwierig für die Jury. Die besteht aus Deutschlehrerin Doris Corino, Elternbeirätin Nicole Himmelsbach, mir und Schulleitung Petra Klaus-Rahl. Ja, wir achten auf verschiedene Dinge. Also erst einmal natürlich auf die Intonation, die Aussprache, aber auch mit welchem Gefühl der junge Mensch liest, welche Beziehung er zum Text aufbaut. Und jetzt nicht nur, was der junge Mensch mit dem Text macht, sondern ein bisschen auch, was macht denn der Text mit dem jungen Menschen? Für jeden Text haben die Schüler genau 3 Minuten Zeit. Nach der Runde mit ihren eigenen Texten wird ein sogenannter Fremdtext vorgelesen. Dieses Jahr ist der aus Der Herr der Diebe von Cornelia Funke. Und der Text hat es in sich. Aber alle meistern ihn. Seine spitznasige Frau warf ihm einen ärgerlichen Blick zu. Prosper und Ponfatius sind die Söhne meiner verstorbenen Schwestern, erklärte sie. Sie hat die Jungen allein großgezogen. Danach geht es dann um die Wurst. Wir, also die Jury, ziehen uns zur Beratung zurück. Trotzdem geht bei dem Wettbewerb keiner leer aus. Alles, was Wettbewerb ist, da ist ja auch das Spielerische mit dabei. Wer ist der Beste? Wer hat besonders gut geübt? Und es ist so ein bisschen eine Herausforderung für junge Menschen. Was kann ich denn? Auf welchem Level stehe ich? Und es werden ja auch ganz viele Kompetenzen getestet, zum Beispiel, oder geübt. Zum Beispiel die, Kompetenzen meine ich natürlich. Und zwar die Lesekompetenz, dann auch soziale Kompetenzen, aber auch für den Schüler selber. Es wird so ein Selbstwertgefühl entwickelt, wenn ich was gut geschafft habe. Wir wollen aber eigentlich unseren Schülerinnen und Schülern sagen, wichtig ist nicht, wer gewinnt, sondern wichtig ist das Dabeisein. Deshalb bekommen alle Teilnehmer das Buch geschenkt, aus dem sie den Fremdtext lesen mussten. Außerdem bekommen die ersten 3 noch einen Buchgutschein. Und der Sieger darf obendrauf noch zu uns ins Studio. Und dieses Jahr war das wirklich eine sehr knappe Entscheidung. Wir haben einen Gewinner und der steht bei mir. Das ist der Mathis. Mathis, freust du dich, dass du gewonnen hast? Ja, ich freue mich sehr, weil ich bin ja am Freitag jetzt nicht da, aber da hätten wir eigentlich eine Mathe-Schulaufgabe geschrieben. Du bist nicht da, nämlich der Mathis ist am Freitag bei uns im Studio und liest eine Moderation vor. Jetzt geht's für den Mathis dann auch noch zum Entscheid in Sonthofen mit sämtlichen anderen Schulen und da drücken wir ihm natürlich auch die Daumen. Mit dem Auto zum Wertstoffhof, Müll abladen, zurück nach Hause. Für uns alle etwas, das wir regelmäßig machen müssen. Auch Menschen, die aufgrund des Alters oder wegen anderen Umständen vielleicht nicht mehr so gut zu Fuß sind oder nicht mehr Auto fahren können, müssen den Müll irgendwie wegbringen. In Lauben bei Kempten bekommen diese Menschen Hilfe. Was in den großen, anonymen Städten nicht funktioniert, klappt in Lauben nämlich ohne Probleme. Meine Kollegen haben sich vor Ort ein Bild von der Nachbarschaftshilfe gemacht. Annalisa und Sebastian sind gerade auf dem Weg zu ihrem nächsten Kunden. Beide sind in Lauben bei Kempten Mitglieder der sogenannten Nachbarschaftshilfe. Sie helfen alten Menschen dabei, ihren Müll wegzubringen. Annalisa ist 14 Jahre alt und mittlerweile seit 3 Jahren dabei.
Also mein bester Freund und Nachbar, der war schon lange dabei und ich habe immer zugeguckt und habe dann immer gefragt, so, kann ich mal mitfahren? Bin dann mitgefahren und dann bin ich halt, glaube ich, mit 11 oder so einfach drauf gekommen, so ja, meldet mich mal fest an, ich mache es einfach mal mit. Der 16-jährige Sebastian ist noch nicht ganz so lange mit von der Partie. Er macht das jetzt seit 1,5 Jahren. Er ist damals frisch zugezogen. Aber wie kam er dazu, mitzuhelfen? Das war durch meinen Pflegebruder und der hat gesagt, ich soll da einfach mal mitgehen, mal nachschauen. Ich bin einfach mal mitgefahren mit meinem Fahrrad, mit der Anna und dann habe ich gesagt, das macht mir eigentlich schon Spaß, den alten Leuten zu helfen. Und dann habe ich gesagt, das kann ich mir vorstellen zu machen und da fahre ich jetzt jeden Freitag mit. Jeden Freitag sind die beiden zusammen rund 1 bis 2 Stunden unterwegs. Aktuell betreuen sie 5 Kunden regelmäßig. Im Sommer wird hauptsächlich Grünzeug eingesammelt, im Winter der gelbe Sack. Es gibt auch Teams, die machen zum Beispiel Hundesitting oder Altenbetreuung und wir sind eben eine untergeordnete Gruppe, die den Müll wegbringt. Dieses Jahr haben 17 Haushalte die Hilfe in Anspruch genommen. Das Konzept der Nachbarschaftshilfe hier in Lauben funktioniert sehr gut. Und das, obwohl sie komplett auf Ehrenamtliche angewiesen ist. Also wir haben immer Jugendliche, auch immer wieder Nachwuchs, weil immer wieder mal welche gehen, weil dann die Arbeit anfängt, Praktika oder einfach von der Schule mit dem Lernen. Und wir haben es eigentlich immer so, dass wir immer 3 bis 4 Jugendliche haben, die fest mitmachen. Seit mittlerweile 10 Jahren gibt es die Nachbarschaftshilfe. In dieser Zeit wurden insgesamt 129 Haushalte betreut. Momentan helfen 38 Ehrenamtliche aus. Davon sind 36 Erwachsene. Übrigens auch Rentner, die noch fit sind, helfen aus. Annalisa und Sebastian gehören zu den Jüngsten. Aber wie melden sich die Senioren bei der Nachbarschaftshilfe an? Da haben wir einen Flyer. Und auch in unserem Gemeindeblättle ist alle 2 Wochen immer von uns, von der Nachbarschaftshilfe, eine Anzeige drin. Und da kann man anrufen und kann dann sagen, was man für Hilfe bräuchte. Und dann kommen die Koordinatoren und klären ab, wo die Hilfe ist, was man machen kann, wer es macht. Und ja, so einfach eigentlich. Sebastian hat eine Theorie, warum die Nachbarschaftshilfe in Lauben so gut funktioniert. Weil es einfach noch ein Dorf ist. Man merkt es hier, dass es noch ein bisschen mehr Dorfzusammenhalt ist wie in manch anderen Dörfern. Das ist in einigen Dörfern gar nicht mehr der Fall, dass man sich gegenseitig hilft. Und das ist einfach hier in Lauben, merkt man das noch, dass da geholfen wird. Und so einen schönen Zusammenhalt wünscht man sich doch in jedem Dorf. Lauben zeigt, wie gut so eine ehrenamtliche Nachbarschaftshilfe funktionieren kann. In anderen Orten, zum Beispiel St. Mang, wurde 2016 ein ganz ähnliches Konzept eingeführt, das hoffentlich genauso erfolgreich sein wird. Stellen Sie sich einmal Folgendes vor. Sie wenden jede Woche mehrere Stunden für andere auf, arbeiten quasi für Sie und dann werden Sie nicht einmal dafür bezahlt. Klingt nicht ganz so verlockend, oder? Nennt sich aber Ehrenamt. Dass diese unentgeltlich arbeitenden Menschen für unsere Gesellschaft wichtig sind, das brauche ich Ihnen ja nicht zu erzählen. Aber wir möchten Ihnen aus Sicht zweier Ehrenamtlicher verraten, warum sie das tun und das auch gerne mit Freude und Leidenschaft. Ja. Mein Name ist Heinzler Christine, ich komme aus Bedernau, bin auf die Malteser aufmerksam worden über so eine Zeitungsanzeige und ich habe mir gedacht, mein Sohn ist erwachsen, ich habe Zeit, warum kann ich nicht auch Zeit verschenken? Es ist ja eigentlich wichtig, dass auch Zeit auch hergeschenkt wird, weil viele geben ja nur noch Zeit gegen was weiß ich, gegen Job, sonst irgendwas und das tut ja auch andere Leute auch gut und einem selber kommt ja auch so viel Freude auch wieder zurück. Das ist der Gedanke. Der Gedanke, der wohl das Fundament einer jeden ehrenamtlichen Tätigkeit ist. Etwas Gutes für andere tun, die eigene Zeit aufwenden, unentgeltlich. Arbeitsbedingungen, die nicht wirklich reizvoll klingen. Aber viele Ehrenämter entlohnen die Helfenden auf eine ganz andere Weise. Sie finden Freundschaften und eine eigene Zufriedenheit. Ein Phänomen, das besonders bei dem Besuchs- und Begleitungsdienst der Mindelheimer Malteser auftritt.
Der Besuchs- und Begleitungsdienst ist dazu da, Menschen zu besuchen, zu begleiten, wie der Name auch sagt. Es ist also kein Einkaufsservice, wie manche das verstehen, oder Putzservice, sondern es sind ganz einfach, um die Menschen aufzufangen, mit ihnen sich zu unterhalten, vielleicht ein Spiel zu machen, zum Kaffee einzuladen, vorzulesen, was halt für ihr Bedarf da ist. Also wirklich die persönlichen Bedürfnisse, keinerlei Arbeitsdienst in diese Richtung, dazu ist er nicht gedacht. Es geht einfach um ein wenig Gesellschaft, nette Gespräche und Plaudereien und darum, nicht allein zu sein. Georg Ruster ist ebenfalls ein Ehrenamtlicher des Besuchs- und Begleitungsdienstes. Seit der ersten Stunde, also seit 12 Jahren, ist er dabei. Seit 9 Jahren ist er treuer Begleiter von Erika Bleiel, eine 78-jährige, kernige Frau. Die Frau Bleiel hatte zuerst über den Malteser Kontakt mit einer anderen Betreuerin. Die hat sie aber abgelehnt, weil sie einfach nicht harmoniert haben. Ja? Und ich bin mit ihr an die Tür reingekommen, immer, Haustür nicht verschlossen, Wohnungstür nicht verschlossen, habe angeklopft und habe gesagt, ich bin da, ich soll dich betreuen. Und vom ersten Tag an war das die Erika, ich war der Georg und Feierabend. Für Georg Ruster ist das Ehrenamt keine Arbeit. Jeden Freitagnachmittag verbringt er gern Zeit mit Erika Bleiel. Er sei einfach schon immer so gewesen. Ich habe immer mit vielen Menschen zusammengearbeitet. Ob in Westdeutschland, ob in Ostdeutschland oder in Ungarn. Ja? Es waren immer Leute, die Hilfe brauchten. Der Aufbau im Osten, Leute einen Job zu vermitteln, war auch meine Aufgabe. Sie hatten null Ahnung von dem, was wir verlangt haben. Aber wir haben sie zu funktionierenden und glücklichen Menschen, sag mal, drüben gehabt. Überall. Und das habe ich dann einfach in meiner Freizeit versucht, auch irgendwo zu erreichen. Georg Ruster ist einer von insgesamt 100 aktiven Mindelheimer Maltesern. Viele soziale Projekte setzen diese seit nun fast 40 Jahren um. Und eines der größten, die Glücksbringer, steht nun auch bald wieder an. Wir fahren ja jedes Jahr mit Weihnachtspäckchen nach Rumänien und da machen wir jetzt in der Adventszeit diese Aktion. Und fahren dann Weihnachten mit dem Päckchen mit 3 LKWs nach Rumänien. Helfen und Gutes tun kennt eben keine Grenzen, vor allem keine Landesgrenzen. Das ganze Jahr über sollen die schönen Zeiten des Lebens dein Herz erhellen. Wintereinbruch im Allgäu. Und der macht sich langsam auch auf dem Arbeitsmarkt bemerkbar. Denn im Vergleich zum Oktober sind knapp 800 Menschen mehr ohne Arbeit. Das betrifft vor allem Saisonarbeiter. Und auch der Tourismus legt nun einige Wochen Pause ein, bevor es vor dem Jahreswechsel wieder mehr Gäste gibt. Trotzdem, im Vergleich zu den letzten Jahren sind die Zahlen sehr gut. Details haben wir jetzt für Sie. Die Arbeitsagentur Kempten-Memmingen hat die neuesten Arbeitsmarktzahlen für den November vorgelegt. Horst Holers, Geschäftsführer der Arbeitsagentur, sieht den Markt für alle Arbeitssuchenden sehr positiv. Wir haben rund 7.500 offene Stellen von den Arbeitgebern gemeldet. Das ist deutlich mehr wie im vergangenen Jahr. Und da zeigt sich vor allem der Bedarf in den Metallberufen, auch Elektro, Lagerlogistik, aber auch zum Beispiel 120 Arbeitsstellen wurden uns neu gemeldet aus den Gesundheits- und Pflegeberufen. Auffällig sei außerdem, dass die Arbeitslosigkeit bei den Jugendlichen unter 25 konstant gesunken ist. Doch auch eine andere Gruppe profitiert im Allgäuer Arbeitsmarkt. Das sind die Schwerbehinderten. Hier haben wir 850 Personen als Schwerbehinderte in der Arbeitslosigkeit. Und da gilt mein Appell natürlich bei so einem guten Arbeitsmarkt, also da alle Möglichkeiten auszuloten, dass die Schwerbehinderten auch partizipieren und in Beschäftigung kommen. Rund 5.400 Schwerbehinderte sind aber schon sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Trotzdem ist genau in der Berufsgruppe noch Luft nach oben. So wird die Quote von 5% behinderten Arbeitnehmern in Unternehmen nicht ausgereizt. In den Allgäuer Landkreisen liegt jene gerade mal um die 3%. Dabei sind unter den arbeitslosen Schwerbehinderten qualifizierte potenzielle Arbeitnehmer.
Es sind beispielsweise sogar 40 Akademiker darunter. Der überwiegende Teil hat an seiner Schulbildung bewiesen, dass sie eigentlich gute Qualifikationen besitzen. Wir haben auch grundsätzlich einen positiven Trend in der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung bei den Schwerbehinderten. Und deswegen sage ich, bitte Arbeitgeber, das einfach nutzen für diese Vakanzen, die die Arbeitgeber mit rund 7.500 offenen Stellen bei uns melden. In Dienstleistungsbereichen oder auch in kaufmännischen Bereichen werden Menschen mit Behinderungen oft eingesetzt. Und auch in technischen Berufen stehe nichts im Weg, denn die Arbeitsplätze können entsprechend ausgestattet werden, je nach Behinderungsart. Dafür gibt es auch einen technischen Berater und auch sonst mangelt es nicht an Unterstützung seitens der Arbeitsagentur. Finanzielle Unterstützungen bestehen an den Schwerbehinderten, wenn er sich vorbereiten muss, Qualifizierung, Lehrgänge, Ähnliches, aber auch beim Arbeitgeber, indem der Arbeitgeber hier Eingliederungszuschüsse erhalten kann. Und es lohnt sich nicht nur deshalb, als Unternehmen Menschen mit Behinderung einzustellen. Unsere Erfahrung aus der Beratungs- und Vermittlungsarbeit ist, dass behinderte Menschen an dem Arbeitsplatz, wo sie zum Einsatz kommen, durchaus sehr motiviert sind. Ja, sie bereichern oft das Team, in dem sie arbeiten. Es sind oftmals auch sehr kreative Menschen. Also das sind gute Argumente für die Beschäftigung von Schwerbehinderten. Horst Holers schaut also positiv gestimmt in die Zukunft, dass die Arbeitslosenquote für Menschen mit Behinderung auch weiterhin sinkt und Inklusion immer mehr gelebt wird. Küchenmeier, die Küchennummer 1 im Allgäu. Bei uns erhalten Sie Qualitätsküchen, die perfekt zu Ihrem Lebensstil passen. Und das mit unserem bekannt guten Service. Versprochen, innovative Küchen in Top-Qualität. Überzeugen Sie sich. Das Weihnachtsstück An der Arche um 8 mit den Wendejacken. Das Ballhaus mit dem Bürgertheater Tanz. Die Legende vom Heiligen Trinker, Schauspiel nach Josef Roth. Genießen Sie den Advent in Ihrem Theater in Kempten. Allgäu von oben. Unsere Heimat in einer Kollektion von 4 DVDs und einer Blu-ray. Erhältlich unter azshop.de und in den AZ-Service-Centern. Wenn mal etwas hakt, ist er schnell zur Stelle. Christian von Hoff, Geschäftsführer des Elite-Centers Görres-Ried. Gemeinsam mit seinem Team erarbeitet er hauptsächlich maßgeschneiderte IT-Lösungen für Firmen. Aber auch Privatpersonen können sich an ihn wenden. Dabei bietet der Fachmann ein Rundum-Sorglos-Paket von der Beratung über die Installation bis hin zur Wartung an. Wir sind ein Ansprechpartner für die komplette IT, also das heißt vom Programm bis hin zur Hardware. Wir beschaffen auch alles vom Bildschirm bis zur Maus bis zum Kabel. Und wenn mal etwas nicht so funktioniert, wie es soll, stellt Christian von Hoff rund um die Uhr den nötigen Support bereit. Das überzeugt auch die Kunden. Wir sind sehr zufrieden mit der Firma von Hoff, weil er ist schnell zur Stelle. Wir können anrufen, er gibt telefonische Hinweise oder er schaltet sich noch auf den Bildschirm drauf und macht nachher da gleich Fernwartung. Oder er ist innerhalb von einer halben, dreiviertel Stunde nachher im Haus bei uns. Seit 4 Jahren bietet das Team vom Elite-Center auch Überwachungsanlagen an. Die Kameras können nahtlos mit der bestehenden EDV eines Betriebs kombiniert werden. So entstehen individuelle Anlagen, die genau den Wünschen des Kunden entsprechen. Wir suchen immer für jeden Bedarf des Kunden eine Lösung. Passgenaue Lösungen für jeden Kunden. Das Elite-Center in Görres-Ried findet auch für Sie die richtige Verbindung. Viele von Ihnen denken beim Thema Schach vermutlich an zwei Menschen, die sich schweigend gegenüber sitzen. Manchmal sitzen die Spieler sogar ewig da und überlegen. Dabei könnte man wahrscheinlich sogar eine Stecknadel fallen hören. Aber Schach kann auch anders. Und auch viele junge Menschen lieben diesen Sport. Aber wieso nennt sich der Schachsport eigentlich Sport und was macht den so faszinierend?
Wir waren beim Schachverein in Memmingen und haben uns das angeschaut. Wer jetzt glaubt, Schach, so ein langsamer und langweiliger Sport, weit gefehlt. So kann das nämlich auch aussehen. Das sind Manfred Schweizer und Heinz Hamlack. Sie spielen seit rund 30 Jahren zusammen im Schachverein in Memmingen. Die beiden haben schon ganz früh die Leidenschaft dafür entdeckt. Ich habe nachts unter der Decke mit der Lampe noch weiter, mein Mann, meine Mutter durfte das gar nicht sehen. Sie hört noch im Grab umdrehen, sage ich mal, wenn sie das wüsste, wie lange ich nachts Schach getrainiert habe. Manchmal bis 2 Uhr, das durften wir als Kinder natürlich nicht, aber mit der Lampe ging es halt. Ich habe das fast auswendig gelernt, das erste Schachbuch. Und das hat mich dann auch so fasziniert, das Ganze. Ne? Für Heinz Hamlack war das ein Ausgleich zu seiner anderen Leidenschaft, dem Boxen. Manfred Schweizer wurde von Freunden zum Schachspielen ermutigt, mit Erfolg. Dieses Jahr hat er noch eine besondere Urkunde bekommen. Er hat den sogenannten A-Trainerschein gemacht. Ja, das ist für mich also so, glaube ich, wenn man mein Alter betrachtet, nochmals ein Highlight. Und was man damit machen kann, ganz einfach, ich kann Vereine trainieren, Bundesliga-Mannschaften, im Schach gibt es auch eine Bundesliga. Ich könnte theoretisch auch Bundestrainer werden, aber das steht, glaube ich, ganz, ganz weit in den Sternen. Aber vor allem kümmert er sich um den Schachnachwuchs in Memmingen. Er ist der Abteilungsleiter im Verein. Hier spielen gerade Maxim und Andreas. Die beiden sind 10 Jahre alt und spielen schon seit 6 Jahren Schach. Und warum Schach? Wie bist du da drauf gekommen? Ja, also mein Freund Maxim wollte auch Schach spielen und ich wollte dann auch Schach spielen, weil er mein Freund ist. Ich habe das einfach mal irgendwo gesehen und dann wollte ich selber mal ausprobieren. Hast du denn später mal ein Ziel, vielleicht irgendwie auch mal Meister zu werden oder so? Eigentlich nicht. Ich weiß noch nicht so genau. Also ich würde gerne schon bei einer Meisterschaft mitmachen, aber mir ist das ehrlich gesagt nicht so wichtig. Ich mache es auch ehrlich gesagt nur zum Spaß. Während einer Schachpartie herrscht eigentlich absolute Stille. Und auch von den Trainern wird nicht reingepfuscht. Erst danach wird besprochen, wo Fehler gemacht wurden. In diesem Fall haben die beiden übersehen, dass es zu einer Pattsituation, also einem Unentschieden, hätte kommen können. Eine klassische Pattsituation. Manfred Schweizer und Heinz Hamlack sehen auf einen Blick, was hätte gemacht werden können. Hamlack ist sogar dreifacher südschwäbischer Meister. Auch dieses Jahr hat er den Titel geholt. Aber wieso wird Schach eigentlich als Sport bezeichnet? Also ich weiß es auch von Doktoren, dass diese Anspannung, diese geistige Anspannung, die man während einer Partie aufbringt, gleichzeitig mit einem Spitzensportler, sage ich mal, zu vergleichen ist. Weil man soll ja nach 8 Stunden Schach auch 8 Stunden schlafen. Das wissen ja viele gar nicht, dass es so anstrengend ist. Ja. Bei so einer Meisterschaft wird im Team gespielt, heißt aber nicht, dass alle um einen Tisch sitzen und dazwischen reden, sondern jeder Spieler holt einzeln Punkte fürs Team. Kann man eigentlich bei einer Schachpartie schummeln? Ja, das könnte man. Wenn man das unbedingt will, denke ich, das geht. Es gibt schon so viele elektronische Sachen, vielleicht schon in der Brille mittlerweile, ich weiß es nicht. Aber man kann beim Schach bescheißen. Wir erwischen jedes Jahr immer wieder Leute, die werden natürlich des Turniers verwiesen oder dürfen gar nicht mehr spielen. Die kriegen ein absolutes Startverbot. Ja, es ist auch nicht schön, sage ich mal jetzt. Ja. Im Internet wird regelmäßig beschissen, da bin ich überzeugt davon, ja. Weil dann einfach einer einen Laptop nimmt und einfach das für sich spielen lässt oder so. Und nicht seine eigenen Züge einbringt, sondern elektronisches Doping macht. Ja. Aber bei Mannschaftskämpfen oder bei internationalen Turnieren fast, glaube ich, nicht eigentlich. Ja. Aber beim Schach zu schummeln, das ist ja eigentlich schon ziemlich sinnlos. Es geht ja darum, das Gehirn zu fordern. Dieses Jahr stehen für Hamlack noch 2 Turniere, unter anderem auch in Bad Wörishofen an. Und Andreas und Maxim? Sie üben erstmal fleißig weiter. Kennen Sie den amerikanischen Film, in dem sich 2 Nachbarn bei ihrer Beleuchtung gegenseitig immer wieder übertreffen wollen, bis es dann irgendwann eskaliert? Naja, nicht ganz so, aber so ähnlich hat es sich auch vor einigen Jahren in Aitrang zugetragen. Ein Haus hat angefangen, die anderen zogen mit. Inzwischen ist es eine ganze Straße, die ab dem Samstag vor dem ersten Advent das ganze Dorf erleuchtet. Und wir haben bei den Vorbereitungen vorbeigeschaut.
Circa 2000 Einwohner und 65 Straßen gibt es in der Ostallgäuer Gemeinde Aitrang. Und eine dieser 65 Straßen mit ihren Bewohnern ist zu dieser Zeit im Jahr besonders auffällig. Wir sind an Aitrang in der Keltenstraße und die hat noch ein paar andere Namen, vor allem zur Weihnachtszeit, eigentlich nur zur Weihnachtszeit, und die wären? Da haben wir einmal Little Las Vegas oder auch die Straße, wo der Nikolaus wohnt, oder auch die Weihnachtsstraße. Gerade die Weihnachtsstraße trifft eigentlich voll auf uns zu und da freut sich immer ganz Aitrang drauf, wenn es dann wieder soweit ist in Weihnachten. Und genau, da kann dann auch jeder gern wieder zu uns kommen und das Spektakel anschauen. Alles klar. Und so, um welches Spektakel geht es denn da? Es handelt sich eigentlich um eine wunderbare Beleuchtung, die wir da jedes Jahr installieren, seit ungefähr 10 Jahren. Alles klar. Wie kam es denn dazu? Ja, es kam eigentlich dazu, dass eigentlich hast du damit angefangen, dass wir einen Christbaum gehabt haben und bei Nachbarn war es recht dunkel. Und irgendwann haben wir mal gesagt, sie sollen doch mal ein bisschen was beleuchten. Dann haben sie vor das Haustür so einen kleinen Zweig gestellt mit Batterie-LEDs. Und dann haben wir gesagt, das ist ja Maria-Hilfslicht quasi. Und daraufhin ging das Wettrüsten eigentlich los. Was bedeutet Wettrüsten? Wie viele Lichterketten haben Sie denn so am Start jedes Jahr? Oh, da muss ich El Presidente kurz einmal spicken. Wie viele sind es denn? 14.000 LEDs haben wir ungefähr, ja. Also nur bei uns jetzt. Und dann kommt ja noch Familie Filser dazu und dann Familie Wagner noch. Oh, ich meine, wie viele haben wir? 25.000 vielleicht, oder? Sowas, gell? Ja, genau. Nicht schlecht. Steigt da die Stromrechnung arg an? Nein, durch das, dass LED ist, bleibt es fast gleich immer. Ja, optimal. Und was ist das so? Was gibt dir das jetzt zur Weihnachtszeit, das alles zu beleuchten? Dass es bei uns nicht so dunkel ist wie in den anderen Dörfern. Bei uns brennt immer Licht. Genau. Ja, perfekt. Dann würde ich sagen, eine frohe Weihnachtszeit. Am Samstag geht's hier richtig los. Familie Wagner, Filser und Holderried wollen es tatsächlich Jahr für Jahr wissen. Und das braucht seine Zeit. Ab dem 1. November wird aufgebaut. Dabei gibt es sogar richtige Regeln. Vor dem Samstag, vor dem ersten Advent, darf nichts leuchten, außer ganz kurz und nur zu Testzwecken. Und es dürfen nur weiße und gelb-goldene Lichter leuchten. Bunt ist strikt verboten. Gut, dass für uns eine kurze Ausnahme gemacht wurde. Denn so sieht es aus, wenn ein Haus angeschaltet wird. Nachbarn sind es gewöhnt, dass zu dieser Zeit im Jahr die Autos im Schneckentempo an ihren Häusern vorbeifahren, um sich alles genauer anzuschauen und sogar diejenigen, die auf der gegenüberliegenden Zugstrecke fahren, nicht schlecht staunen. Denn erst morgen geht es bei dem traditionellen Light-Up richtig los, zu dem nicht nur Aitranger eingeladen sind. Was in Aitrang los ist, bevor die Lichter angehen und was wir bei unseren Dreharbeiten noch alles erlebt haben, sehen Sie in der aktuellen Ausgabe von Allgäu TV in. Und das war der Wochenrückblick für diese Woche, liebe Zuschauer. Am Montag begrüßt Sie an dieser Stelle meine Kollegin Christina Lessig. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende. Tschüss und auf Wiedersehen.